an diesem Hotelflurgelände sind ja, da gibt es eine Aufstiegsgenehmigung, da gibt es Regularien, da gibt es Vereinssatzungen, da gibt es sowieso Regularien, wie sich der Hotelflug zu verhalten haben. Und deshalb ist dort dieser Kenntnisnachweis nicht notwendig. Wären Sie allerdings alleine und auf freier Wiese und schwerer 2 Kilogramm fliegen möchten oder Landkreis 2 Kilogramm höher als 100 Meter, dann benötigen Sie einen Kenntnisnachweis. Ja, und zu guter Letzt noch einmal unser Miles Dunkel. Jetzt mit einem größeren Modell, nämlich einem Diablo. Ein Modell der 600er Klasse. Wir sprechen also, 600er Klasse heißt, ein Rotorblatt ist 60 cm lang. Ein Zwei ist dabei 1,20 m. Plus die Länge des Rotorzentralstücks, sagen wir mal, 15 cm. Sind wir jetzt immer bei dem Rotor, ich messe von 1 Meter. Solche Modelle wiegen 3 bis 4 Kilo, sind also heute der Zeit von Menschen und so nicht schon der Platz, denn diese Figuren haben sie an den Kenntnisnachweis. Hinter dieser Wand.